Sie hatten sich ergeben, voller Scham dem Feind in die Hände zu fallen und doch erleichtert, überlebt zu haben. Sie dachten, sie hätten den Krieg hinter sich. Sie irrten sich. Am Ende des Zweiten Weltkrieges befinden sich nahezu 1 Million Deutsche in Frankreich in Kriegsgefangenschaft, wo sie der Willkür ihrer Bewacher ausgeliefert sind. Die gefangenen Deutschen müssen beim Wiederaufbau des Landes helfen, das sie zuvor zerstört hatten. Oft sind Hunger und Einsamkeit ihr Preis. Viele zahlen mit dem Leben. Diese Zeit der Gefangenschaft, trotz Kriegsende unter Missachtung aller internationaler Abkommen, wurde lange beiderseits des Rheins verschwiegen. Sie hat sich tief eingegraben in der Erinnerung der damals als Bosch in Frankreich geächteten Deutschen. Zum ersten Mal erzählen sie. Ich habe nicht einen Schuss abgegeben, als ich in Gefangenschaft gekommen war. Werner Brandt wird erst kurz vor Kriegsende in die Wehrmacht eingezogen. Er ist 18 Jahre alt, als er von der deutschen Kapitulation erfährt. Ich habe an einen Stock ein weißes Tuch gebunden. Überall das Zeichen, dass man sich ergibt. Aber das Tuch, das war mein Taschentuch, das war gar nicht mehr weiß. Die haben uns alles abgenommen. So kam ich in amerikanische Gefangenschaft und so begann meine Gefangenschaft. Im Chaos der Nachkriegszeit müssen die Alliierten in kürzester Zeit einer großen Anzahl Gefangener Herr werden. Es sind wesentlich mehr, als sie erwartet hatten. Die Zahl steigt schließlich auf 11 Millionen. 11 Millionen besiegter Männer mit einer einzigen Hoffnung, schnellstmöglich freizukommen und zu ihren Familien zurückzukehren. On nous a dit, on vous amènera pour vous. Man sagte uns, dass wir nach Deutschland gebracht würden, wo wir demobilisiert würden, zivile Papiere bekommen sollten, etwas Geld und eine Zugkarte, um nach Hause zu fahren. Werner Schneider wird nach Kriegsende in Norwegen gefangen genommen. Er ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Wir dachten, wir seien so gut wie frei. Er wird zwar nach Deutschland gebracht, aber der Frieden bekommt für ihn schnell einen bitteren Nachgeschmack. Da standen links und rechts Soldaten, die dafür sorgten, dass keiner von uns aus dem Waggon stieg. Sie hielten ihre Gewehre schussbereit. Da war mir klar, dass wir immer noch Gefangene waren. So wie Werner Schneider werden Hunderttausende Soldaten der Wehrmacht in eines der 23 von den Amerikanern improvisierten Lager gepfercht, die sogenannten Rheinwiesenlager. Oben Maschinengewehr aufgestellt, da habe ich gedacht, nun haben sie uns hergebracht, um uns alle zu erschießen. Ekkehard Gur ist damals Soldat der Waffen-SS. Falls die Alliierten dies herausfinden, ist sein Schicksal besiegelt. Er ist 22 Jahre alt. Da wurden die Leute von der Waffen-SS separiert und besonders gewacht, weil ich keine Papiere hatte. Und ich hatte auch nicht die Blutgruppenbezeichnung. Also meine Zugehörigkeit zur Waffen-SS stand nirgendwo zur Frage.
Jeder hatte nur etwa einen Quadratmeter Platz und versuchte, so gut er konnte, klarzukommen. Man legte sich auf den nackten Boden und deckte sich mit einer Decke zu. Oder man legte die Decke auf den Boden und legte sich drauf. Aber egal wie, die Decke war ständig nass. La couverture par terre et se mouille. Das war eine wirklich inhumane Situation und die meisten Gefangenen gar nicht wussten, was weiter geschehen sollte und auch keine Verbindung nach draußen hatten. Es war ja ein Zaun und vor dem Abgrenzungszaun des Lagers war 2 Meter vorher noch ein kleiner Zaun und wer dahin gelangte, auf den wurde sofort geschossen. Schikanen, Demütigungen und schlechte Behandlung gehören zum Alltag der Gefangenen. Jeder hatte seinen Blechnapf und trat nach vorne, einer nach dem anderen. Dann bekamen wir eine Kelle voll in den Napf. Es war nichts als schmutziges Wasser. Die Verpflegung war nicht toll. Das ging alles nur grammweise. Und wie wir das überlebt haben, weiß ich nicht. Mit 17 ist Christoph Heiduck aus der Wehrmacht desertiert. Aus Angst vor den Erschießungskommandos ergibt er sich dem amerikanischen Feind. All unsere Gedanken waren nur, wir wollen leben. Es gab keine anderen. Die katastrophalen Zustände, die im Lager herrschen, ernüchtern den jungen Mann sehr schnell. Unterernährung, zusammengepfercht sein, Mangel an Hygiene, Epidemien. In diesen Sterbestätten unter freiem Himmel schnellt die Todesrate rasch in die Höhe. On était au moins 100.000 prisonniers. Wir waren anfangs mindestens 100.000 Gefangene. Und wenn man fragte, wo sind die denn alle geblieben, war die Antwort dort drüben in den Gräben. Wir sahen diese Gräben. Es waren insgesamt 17. Die schon länger da waren, sagten, in jedem dieser Gräben seien ungefähr 1.000 Leichen. Das heißt, es gab schon etwa 17.000 Tote. Auf der anderen Seite der Grenze, in Frankreich, soll das Land wieder aufgebaut werden. Aber es fehlt überall an Arbeitskräften. Als Wiedergutmachungsleistung fordert Frankreich von den Alliierten 1.750.000 Kriegsgefangene. Ziel ist, mit einer maximalen Zahl an Arbeitskräften ein Maximum an Arbeitsleistung ins Land zu holen. Es ist die Zeit der Abrechnung. Nach intensiven Verhandlungen erklären sich Amerikaner und Engländer bereit, 525.000 Kriegsgefangene an Frankreich abzutreten, was der Aufnahmekapazität des Landes entsprechen soll. Die deutschen Soldaten wissen natürlich nichts von diesen geheimen Verhandlungen. Und da haben wir gehofft, jetzt geht es heimwärts. Warum? Ja, wo sollte es denn sonst hingehen? Der Krieg, der war einen Monat zu Ende. Dann können wir doch nur Richtung Heimat dann fahren. Der Zug fuhr aber Richtung Westen. Da begriffen wir, es ging nach Frankreich. Als wir Jungs waren, wurden wir Hitlerjugend. Und wir haben in der Schule nur gelernt, Frankreich ist unser Erzfeind und er muss von der Landkarte verschwinden. Die Franzosen, denen wir begegnet sind, die standen auf der Brücke, warfen Steine oder behinderten die Züge. Die waren sehr, sehr feindlich eingestellt. Zwischen August und Dezember 1945 werden die Gefangenen auf etwa 100 Lager in ganz Frankreich verteilt.
dorthin, wo auch die deutschen Soldaten sind, die nach der Landung der Alliierten in der Normandie und in der Provence gefangen genommen wurden. Mit mehr als 750.000 Kriegsgefangenen wird Frankreich zu einer Art Drehscheibe für deutsche Inhaftierte. Nichts ist vorgesehen, um diesen massenhaften Zustrom zu bewältigen. Also wird improvisiert. Kasernen, Schulen, Fabrikhallen, Barackenlager werden auf die Schnelle requiriert. Jedem von uns wurden die Buchstaben P, G aufgepinselt, die französische Abkürzung für Kriegsgefangene. Da wussten wir, das wird dauern. Wir müssen uns damit abfinden, dass der Krieg wirklich zu Ende ist und dass wir ihn verloren haben und die Folgen tragen müssen. Allemand, vous n'êtes pas ici pour accomplir la tâche banale qu'on impose à des prisonniers de guerre. Vous avez à payer une dette d'expiation. Vous reconstruirez des maisons, vous ne pourrez jamais reconstruire les foyers qui ont été détruits. Les coupables ne sont pas seulement Adolf Hitler et son état-major nazi, mais toute l'Allemagne. In Bücher, einem von SS-Truppen niedergebrannten Dorf, beginnt die Kampagne für den Wiederaufbau. Die gezielte Steuerung des Einsatzes von Gefangenen wird einer der Schlüssel zum Erfolg. Anfangs waren die Kriegsgefangenen eine militärische Angelegenheit. Jetzt werden sie zum ökonomischen Faktor. Die Logik ist unerbittlich. Da alle schuldig sind, müssen alle dafür zahlen. Sie haben zerstört, also müssen sie wieder aufbauen. Die gleiche Logik gilt auch für die Entminung der Küsten. Sie haben die Minen gelegt, sie sollen sie auch wieder wegschaffen. 43.000 deutsche Gefangene werden für dieses lebensgefährliche Unternehmen eingesetzt. Für den letzten Kampf zur Befreiung Frankreichs, laut französischer Regierung. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt, dann hieß es, los an die Arbeit. Man brachte uns zu einem eingezäunten Gelände. Der Zaun bestand aus einem Eisendraht, einem Stacheldraht und nochmals einem Eisendraht. Schon als Rekruten wurden wir gewarnt, wenn ihr einen solchen Zaun seht, heißt das, auf der anderen Seite liegen Minen. Die Zivilwächter und der Gruppenchef haben uns gesagt, los auf die andere Seite. Aber da sind auch Minen. Ja, ja, da sind Minen. Wir suchten mit bloßen Händen etwas, das wir nicht kannten. Ich wusste nicht, wie eine Mine aussieht. Was soll man da groß sagen? Die standen hinter uns mit ihren Maschinengewehren. Kurt Püschel ist Gefangener in der Zitadelle von Besançon und mit der Entminung der umliegenden Wälder beauftragt. Er ist 19 Jahre alt. Die Entminung verlief folgendermaßen. Einer hatte ein Minensuchgerät. Ein anderer markierte die Mine mit einem Stück Stoff. Und der Dritte begann, sie auszubuddeln, ganz behutsam. Und danach musste man prüfen, ob sie noch scharf ist und mit der Hand unter die Mine. Einer hatte wohl vergessen, das Stück Stoff drüber zu legen und ein anderer ist dann auf das Ding getreten. Der war sofort tot. Die Kollegen haben anschließend mit ihren Blechnäpfen die überall verstreuten Körperreste zusammengelesen. Den Mann hatte es glatt zerfetzt. Ein Wunder, dass ich selbst nicht in die Luft flog. Einfach nur Glück gehabt. Im Sommer 1945 herrscht in Frankreich weiterhin Lebensmittelknappheit. Alles wird rationiert. Die Rückkehr der verachteten Deutschen weckt böse Erinnerungen und schürt Hass. Um die Gefangenen einigermaßen ernähren zu können, müsste die französische Bevölkerung noch mehr hungern. Angesichts dieses Dilemmas entscheiden die Behörden, dass die Deutschen nicht ihre Priorität sind. In der Zitadelle von Besançon entwickelt sich die Lage zur Katastrophe. Ich war 15 Jahre alt.
Mein Vater war Lehrer. Wir dachten, dass er, der ja selbst 18 Monate lang Kriegsgefangener war, geeignet wäre, eine solche Menge von Gefangenen zu betreuen. In Wirklichkeit konnte er sie aber weder ernähren noch die Räume heizen. Er konnte nur die Toten zählen. Tote gab es jeden Tag, tagtäglich. Eines Morgens wollte ich einen Kameraden wecken. Ich habe ihn angestupst, aber er war bereits erstarrt. Mein Vater hatte größte Mühe, die notwendigen Leichenwagen aufzutreiben. Diese Wagen fuhren dann ständig auf der kleinen Straße zur Zitadelle hoch und runter, zum Unmut der Anwohner. Mehr als 400 sind damals gestorben. Sie sind alle verhungert, denn bei uns waren keine Kriegsverletzten, niemand war verletzt. Die Blessés là-dessus, die Blessés de guerre, il n'y avait pas. Okay. Damals wog ich 45 Kilo. 45 Kilo. Oh je, ich war mager. Trotz des Leids und der Entbehrungen der Gefangenen schüren die offiziellen Bekanntmachungen weiterhin Rachegefühle. Ceux que les nazis envoyaient à la mort pour la plus grande Allemagne apprennent à leur tour que l'on peut vivre par milliers dans l'enclos d'un camp d'internement. Dans une France exsangue et affamée, on peut presque dire que ces milliers de captifs, nourris par leurs vainqueurs, ont eu deux fois la vie sauve. In der allgemein herrschenden Gleichgültigkeit melden sich einige Stimmen zu Wort, die verurteilen, wie mit den deutschen Gefangenen umgegangen wird. Doch es braucht den wiederholten Protest des Internationalen Roten Kreuzes und den Druck der nationalen Presse, bis sich die Öffentlichkeit dieses Skandals, der das Leben der Gefangenen aufs Spiel setzt, bewusst wird. Es dauert lange, bis sich die Lage zu bessern beginnt. Rund 40.000 Gefangene verlieren ihr Leben. Die ärztliche Untersuchung haben wir vorher gehabt. Und ich war ganz glücklich. Ich war doch eingeteilt für leichte Arbeit. 14 Tage später war ich unter Tage und hab Kohle gemacht. Ja. Um die Wirtschaft im Land wieder anzukurbeln, muss dringendst Kohle gefördert werden. 50.000 Gefangene, hauptsächlich Junge, werden in die Gruben geschickt. Punkt 6 Uhr mussten wir also runterfahren. Dann hatten wir den Presshammer, den wir ja kaum heben konnten. Und dann immer in die Kohle rein und ein anderer stand da und schüppte die Kohle auf das Laufband. Ich war schon, um in die Minen zu gehen. Und ich hatte von Anfang an das große Glück, erstens eben, dass mich der Bibliothekar des Lagers aus der Gruppe rausholte, wo ich schon eingeteilt war. Ich bin ja dann ganz rasch in die Lagerbibliothek geraten. Das war mein Glücksfall. Ich habe eine Ausbildung in deutscher Literatur bekommen, die ich wahrscheinlich zur gleichen Zeit in Deutschland, wäre ich frei gewesen, so nicht bekommen hätte. Nicht alle Gefangenen haben dieses Glück. Die Arbeiten, die in den Kommandos erledigt werden müssen, sind meist strapaziös und mühselig. Das Kommando, auf dem ich war, war in den Tanneries Lyonnaise, also in der Gerberei. Und da waren wir ein Kommando von ungefähr 80 Leuten. Das war also schon organisiert.
Die Gefangenen waren auf die verschiedenen Abteilungen aufgeteilt und ich war bei der ersten Abteilung der Fabrik, in der die Felle ankamen. Und diese Felle mussten sortiert und gesalzen werden. Und diese Arbeit haben wir von morgens bis abends gemacht. Strafe, aber auch Sorge für das Seelenheil. Diesem Prinzip folgen die Alliierten während des Entnazifizierungsprozesses seit den ersten Festnahmen. Man hatte die Absicht, Deutschland wieder dem christlichen Glauben zuzuführen. Aufgrund seines Glaubens meldet sich der 21-jährige Dieter Lanz als Freiwilliger und wird in ein Lager ganz besonderer Art aufgenommen. Und dann stellt sich dann heraus, dass hier in Chartres die französische Kirche zusammen mit der Militärbehörde ein Seminar plante für deutsche kriegsgefangene Theologen oder solche, die Theologie studieren wollten. Im sogenannten Stacheldrahtseminar bestimmen Gebete, Messen, Theologiekurse und die Lehre der alten Texte den Tagesablauf. Nein, es war ein riesiger Schlaf und man hatte also keine private Atmosphäre, oder, wo man irgendwann mal für sich allein sein konnte. Aber man wurde getragen von dem Geist, der in diesem Lager herrschte. Und dieser Geist, der war also sehr positiv zu sehen. Im Frühjahr 1946 entlassen die Amerikaner ihre ersten deutschen Gefangenen. Höchste Dringlichkeit hat nun, die Expansion der Sowjetunion in Europa zu verhindern. Dazu braucht man ein an die freie Welt gekoppeltes Deutschland als Schutzwall. Zeit also, seine Söhne nach Hause zu schicken. Doch die französischen Behörden stellen sich taub. Im Gegenteil. Sie bringen immer mehr Kriegsgefangene bei Privatpersonen unter. Es werden Ratschläge erteilt, wie weiterhin der Einsatz dieser billigen Arbeitskräfte genutzt und verbessert werden kann. Die ländlichen Gebiete sind am stärksten von der Abwanderung der einheimischen Bevölkerung betroffen. Dort werden mehr als die Hälfte der deutschen Zwangsarbeiter untergebracht. Ich war 16, als sie hierher kamen. Das ist Gerhard. Gerhard war Handwerker. Das ist Johann. Er war auf dem Bauernhof nebenan. Das ist Ludwig. Er war Flieger. Und das hier ist Paul Malisch war sehr jung, ungefähr 16. Mein Vater hat sie alle aus einem Lager, einem großen Lager in Bouxeux, in den Vogesen geholt. Dort waren sehr viele, alle waren sehr mager, ausgehungert. Und alle, die zu uns gekommen sind, haben erzählt, sie seien Landwirte. Das ist etwas für mich, dachte ich. Ich habe gelogen und gesagt, dass mein Vater einen großen Bauernhof hat, nur damit ich zu einem Bauern komme. Die meisten wollten auf Bauernhöfe, um Essen zu bekommen. Als mein Vater merkte, dass sie keine Ahnung von Landwirtschaft hatten, war er nicht gerade begeistert. Unterdessen sorgen die Entminungsarbeiten für einen Skandal. Rund 1000 Gefangene sind dabei bereits ums Leben gekommen. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und die Amerikaner machen Druck. Sie fordern die Einhaltung der Genfer Konvention, die es untersagt, Kriegsgefangene für gefährliche Arbeiten einzusetzen. Das kommt auch einigen in den Arbeitskommandos zu Ohren. J'ai entendu
Ich hatte von der Genfer Konvention gehört und habe als einziger die Arbeit verweigert. Im Lager war das Risiko zu sterben nicht so groß wie auf dem Minenfeld. Daraufhin hat man mich nach Thore überführt. Thore war ein Lager für Arbeitsverweigerer. Als Strafe gab es dort sehr wenig zu essen und sehr wenig, womit man sich beschäftigen konnte. Très peu d'occupation, de quoi que ce soit. Im Sommer 1946 hat das Fördervolumen in den Kohlegruben immer noch nicht das Niveau der Vorkriegszeit erreicht. Die Gefangenen sind schlecht ausgerüstet, nicht qualifiziert, kaum motiviert. Die Ausbeute bleibt mager. Es werden neue Bestimmungen erlassen. So und so viel müssen sie am Tag machen. Und wir haben Fälle gehabt, gar nicht so selten, dass die Leute das nicht geschafft haben und man hat die gezwungen, bei der nächsten Schicht auch noch unter Tage zu bleiben und zwei Schichten hintereinander zu machen. Da gab es Unfälle genug, Schlachtwetterexplosion. Und ich hatte Angst. Ich merkte ja das Gestein auf meinem Rücken, wo ich da durchkletterte. Ich denke, jetzt brauche ich ja mal nur etwas, darunter zu kommen. Dann bin ich ja eingeklemmt und keiner merkt es. Und die schönsten Jahre eines Mannes sind zwischen 18 und 23 Jahren. Und genau in der Zeit war ich ja in Gefangenschaft. Werner Brandt wird seine ganze Gefangenschaft im Kohlerevier verbringen. In anderen Lagern mag die Situation zwar beneidenswerter sein, die Verzweiflung ist aber die gleiche. Nach der Arbeit haben die Gefangenen Ausgangssperre und schlagen die Zeit tot, so gut es geht, unterstützt von Spenden humanitärer Hilfsorganisationen. Da habe ich angefangen, Bleistifte hatten wir. Papier war schon schwächer, aber da habe ich angefangen, Pflanzen zu zeichnen, dann meine Hände, meine Füße und vor allen Dingen Porträts von meinen Mitgefangenen. Das war natürlich das Wichtigste, dass ganz schnell die Mitgefangenen anfingen, Theater zu spielen, sogar Theaterstücke selber zu schreiben. Und da war ich natürlich gefordert. Ich habe Bühnenbild gemacht, gemalt, entworfen, ausgeführt. Da kamen dann die französischen Offiziere mit ihren Frauen und andere Leute aus der Stadt Annecy ins Lager, um deutsche Kultur zu erleben. Allmählich kommt man sich näher. In vielen Kommandos mildert diese Art des Miteinander die gegenseitige Feindseligkeit. Da hatten wir auch erstmalig Verbindungen mit Zivilisten. Wir hatten eine gute Verbindung mit denen. Da war zum ersten Mal die Kontaktaufnahme so, dass die uns ja, zu essen mitbrachten und auch solidarisch sich zeigten. Also das war schon, denke ich, ganz wichtig. Und da habe ich dann auch, steckten sie mir da heimlich Zeitungen zu. Und das geschah dann auch von der Sekretärin dieses Chefs, die mich persönlich in ihr Herz geschlossen hatte. Lisette, so war ihr Name, ihr Vorname. Und mit ihr bin ich heimlich ins Gespräch gekommen. Es war ja verboten, dass die Gefangenen oder die Zivilisten Kontakt mit den Gefangenen hatten. Für mich in meinem Alter und meiner Situation, es war kein Abenteuer,
sondern es war also doch, ich würde sagen, von heute her ein Stückchen den Glauben an die Menschheit wiedergegeben. Allerdings bieten die harten Arbeitstage und das Eingesperrtsein nicht gerade günstige Bedingungen für heimliche Liebesbeziehungen. Im Grunde war das natürlich völlig aussichtslos. Eine Beziehung zu einer Französin war für einen deutschen Gefangenen ja offiziell auch gar nicht möglich. Und ich wollte die Lisette ja auch überhaupt nicht in Schwierigkeiten bringen. The United States has returned to Germany practically all prisoners of war that were in the United States. Am 6. September 1946 in Stuttgart setzt sich der amerikanische Staatssekretär James Burns für den Wiederaufbau Deutschlands ein. Die USA entscheiden, sämtliche Gefangenen unverzüglich nach Hause zu schicken. Der Druck auf Frankreich steigt. Als Besatzungsmacht in Deutschland ist seine diplomatische Position unhaltbar. Es muss seiner internationalen Verantwortung nachkommen. Gefangene dürfen nur an der Fortführung des Krieges verhindert werden. Aber der Krieg war Monate zu Ende. Wir waren immer noch gefangen. Angesichts der endlosen Gefangenschaft leben viele von ihnen nur noch für eine einzige Idee: wieder frei sein. Als ich wieder merkte, ich bin wieder belastbar, ich kann mich wieder bewegen, da habe ich den Entschluss gefasst, zu fliehen. Insofern hatte ich jetzt Kleidung und Geld und hatte von der Lisette die Abfahrtzeit des Zuges nach Richtung Norden bekommen und bin dann mit einem anderen abends zum Bahnhof gegangen. Eckhard Gur ist einer der 170.000 Gefangenen, die versuchen zu flüchten. Aber auch er wird dabei geschnappt. Les compagnies républicaines de sécurité patrouillent sans relâche pour récupérer les amateurs d'évasion à travers bois. La chasse est souvent fructueuse. Les captures sont plus ou moins mouvementées, mais le résultat est invariable. Le chemin de la liberté ne passe pas par là. Adieu, beau rêve. À qui la faute? Doch nach und nach schwindet der Groll. Die Franzosen beginnen die Deutschen wieder als Menschen zu sehen. Das gemeinsame Arbeiten bereitet der Aussöhnung den Weg. Ich war wie ein Familienmitglied. Zum Geburtstag und an Weihnachten bekam ich immer Geschenke. Sie redeten ab und zu mit den anderen, die auf dem Hof arbeiteten. Zum Beispiel mit Gilbert, den man hier sieht. Ich habe allerdings gemerkt, dass man ihnen oft Schimpfwörter beibrachte. Nicht wirklich ein ordentliches Französisch. Bordel de Dieu, nom de Dieu. Bordel de Dieu, nom de Dieu. Herrgott nochmal, Gott verdammt. Aber eines Tages habe ich ein französisches Wörterbuch gefunden und so wenigstens ein bisschen die Sprache gelernt. Un peu le français. Die Bäuerin ging einmal im Monat auf den Markt in Besançon. An so einem Tag sagte der Bauer zu mir: Kurt, setz dich hin. Heute arbeiten wir nicht. Ich habe im Keller ein Weinfass. Trinken wir ein bisschen davon. Ich hatte noch nie Alkohol getrunken. Da war ich ziemlich schnell hinüber. À Moscou, le sort de l'Allemagne se joue. Monsieur Georges Bidault, représentant la France à la conférence des quatre, descend de wagon. Il est accueilli par Monsieur Wyszynski et par le général Catroux, ambassadeur de France. Im April 1947 kommt Bewegung in die Verhandlungen. Im Verlauf der Moskauer Konferenz bringen die USA und Großbritannien Frankreich dazu, nachzugeben. Ein Zeitplan für die Heimführung der Gefangenen wird aufgestellt. Einziges Zugeständnis an Frankreich: eine gestaffelte, über 20 Monate bis in den Dezember 1948 gestreckte Repatriierung.
Auch im Stacheldrahtseminar warten die Kriegsgefangenen auf ihre baldige Befreiung. Endlich können sie nun in die Zukunft blicken. Und diese Zeit in Schalter ist für mich ja auch eine ganz entscheidende Zeit geworden. Und es ist auch die Zeit gewesen, wo ich angefangen habe, Frankreich kennenzulernen und Frankreich zu lieben. Es waren ja ungefähr 900, etwas über 900 in dem Seminar. Und zwei Drittel, mehr als 600 sind Priester geworden. Und ich glaube auch die anderen, die nicht Priester geworden sind, sind ganz entscheidend geprägt worden durch diese Zeit. Am 5. Juni 1947 schließt das Stacheldrahtseminar endgültig seine Tore. Es steht nun allen Seminaristen frei, nach Deutschland heimzukehren. Für Tausende von Männern geht dieses Kapitel der Kriegsgefangenschaft zu Ende. Tagtäglich treffen sie massenweise in den deutschen Bahnhöfen ein. Erst jetzt ist der Krieg für sie vorbei. Man kann nicht dann 4 Jahre fast in Gefangenschaft sein, plötzlich nach Hause kommen und plötzlich wieder ein normaler Mensch sein. Ich war, ja, ich will nicht sagen ein Mensch zweiter Klasse da, nein, aber wir gehörten ja gar nicht mehr zur Gesellschaft dazu, ne? Aber nicht alle kehren heim. Um zu verhindern, dass die mittlerweile unentbehrlichen Arbeitskräfte das Land verlassen, greifen die französischen Behörden zu Gegenmaßnahmen. Sie erlauben den Gefangenen, ihren Status zu ändern. Unser Vorgesetzter hat uns gesagt, ihr habt die Möglichkeit, hier zu bleiben, einen Vertrag zu unterschreiben und für eure Arbeit bezahlt zu werden. Nach einem Jahr könnt ihr frei entscheiden, ob ihr in Frankreich bleibt oder nach Deutschland zurückgeht. Also ging ich in eine Eisengießerei im lothringischen Villerue und habe dort gearbeitet. Diese neuen Möglichkeiten finden großen Anklang. 137.000 Deutsche sind bereit, ein Jahr länger in Frankreich zu bleiben. Deutschland war ja völlig zerstört. Es gab keine Fabriken mehr. Und ich habe vor dem Krieg ja in der Industrie gearbeitet. Die freien deutschen Arbeiter werden jetzt ermuntert, sich dauerhaft in Frankreich niederzulassen. Genau wie alle anderen Gastarbeiter können sie nun Sozialleistungen erhalten. Bezahlter Urlaub, Kindergeld und Familienzusammenführung werden genehmigt. Mit den ab 1948 erlaubten Mischehen fallen auch die letzten Tabus. Ich habe meine Frau kennengelernt, weil ich Akkordeon spielte. Ihr Vater brannte Schnaps. Und wie es auf dem Land nun mal so ist, waren auch alle Nachbarn eingeladen, um ein Gläschen zu probieren. Ja, und ich spielte das Akkordeon an diesem Abend. Und so habe ich meine Frau kennengelernt. Ungefähr 30.000 Deutsche bleiben in Frankreich und beginnen ein neues Leben. Sie sind die Avantgarde der deutsch-französischen Versöhnung. Der ursprüngliche Hass zwischen den beiden Erzfeinden weicht allmählich einer dauerhaften Freundschaft.
Ich habe geheiratet und dies meiner Mutter geschrieben. Sie antwortete, dass es bei uns zu Hause in der sowjetischen Zone nicht sehr gut stehe. Ich solle mir ruhig Zeit lassen mit der Rückkehr und besser noch in Frankreich bleiben. Werner Schneider hat Frankreich nie wieder verlassen. Und seither trägt er ganz allein die Last seiner Erinnerung an die Gefangenschaft. Keiner wollte, dass ich darüber rede, dass ich dieses Thema anspreche. Da ich ein Deutscher bin, war sowieso alles gelogen. Ich habe gegen Wände geredet. Darum habe ich aufgehört, darüber zu sprechen. Werner Brandt hat bis November 1948 in den Minen im Norden Frankreichs gearbeitet. Er gehört zu den Letzten, die freikommen. Der Bürgermeister, den wir hier hatten, der war in russischer Gefangenschaft. Der hat mir nachher gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass in einem zivilisierten Land wie Frankreich so viele Deutsche so viel gelitten haben. Christoph Heiduck wird nach seiner Heimkehr Bühnenbildner an der Oper in Kassel. Da gibt es einen Satz, der Himmel und die Berge sind höher als der Stacheldraht. Und das war immer genau das, was mich gehalten hat. Ekkehard Gur gelingt es, nach seinem zweiten Fluchtversuch in die Freiheit zu entkommen. Ich habe keine Abneigung gegen die Franzosen gehabt, sondern ich empfinde sie als gleich berechtigte Menschen nur auf der anderen Seite des Rheins. Für Kurt Püschel ist die Stadt Besançon seit 70 Jahren zur zweiten Heimat geworden. Noch heute sagt meine Frau zu mir, du redest immer von Deutschland. Na, dann geh doch dorthin. Und dann sage ich, nein, ich bin jetzt hier zu Hause. Ich fühle mich wohl hier. Ich habe viele Bekannte in der Gegend, alle hier kennen mich. Ich sage immer, ich bin Europäer.